So, was brauchen wir jetzt noch? Jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir das Wort, was letztendlich über so einen Ableitungsbaum definiert wird, wie wir das auslesen. Also das Ding hier, da hatte ich ja eben gesagt, das ist dieser Ausdruck, den wir hier erzeugen. A plus A in Klammern mal A. Wir lesen einfach von links nach rechts. Wir müssen jetzt im Prinzip noch eine Ordnung hier drauf definieren, also die uns vorgibt, in welcher Reihenfolge wir das auslesen. Ja, und das würden wir einfach so machen. Wir lesen quasi von ganz links nach rechts, egal auf welcher Ebene das ist. Ja, das heißt, hier hätten wir, Klammer auf, A plus A, Klammer zu, mal A. Ja? Also wir lesen den Auslesen des Baums erfolgt von rechts nach links. So, um das sauber machen zu können, vereinbaren wir das auch noch kurz formal. So, wir für zwei Blätter, B1, B2, in dem Baum definieren wir, dass B1 kleiner B2 ist. Wenn entweder B1 und B2 sind Geschwister und B1 liegt links von B2, gucken wir uns das auch im Beispiel an. Das wäre beispielsweise hier der Fall auf der Ebene, wo wir S geht über nach Klammer auf, S Klammer zu. Ja, also dieser Knoten wäre in dieser Ordnung kleiner als der, weil er links, Klammer auf, liegt links von der Klammer zu. Ja, darum wäre der kleiner, es ist sozusagen auf der gleichen Ebene. Dann sagt man, die Knoten sind quasi Geschwister. Und weil der links von diesem Knoten hier steht, ist der halt in der Ordnung kleiner anzusiedeln. Oder, das ist sozusagen der eine Fall, B1 und B2 sind Geschwister und B1 liegt links von B2. Oder, ja, es existieren V1, V2. Es gibt Regeln, V geht über nach V1, V geht über nach V2. V1 ist kleiner als V2. Das ist quasi die Situation, diese Situation. Wir lassen S übergehen nach S plus S, ja, und leiten dann diese S weiter nach A ab, das auch weiter nach A. Die Regel, die wir da eben hatten, besagt, dass dieses A in der Ordnung kleiner ist als dieses Plus. Ja, was hierarchisch gesehen sozusagen tiefer oder tiefer unten im Baum drin liegt. Ja, aber weil es sozusagen weiter links steht und der hier kleiner ist als der, ja, ist sozusagen der Nachfolger von diesem S, nämlich dieses A, auch kleiner als das Plus hier. Ja, also das liest sich schwieriger, als es einfach abzulesen ist. Man liest einfach den Baum von links nach rechts durch. Und dann noch eine Bezeichnung, es sei B1 bis BK die Menge aller Blätter im Baum. Die seien jetzt aufsteigend sozusagen oder ja, aufsteigend angeordnet. Und jeweils AI bezeichne sozusagen die Markierung, also das, was ich quasi wie ich den Knoten benannt habe. Ja. Das, was wir da ablesen, A1 bis AK, das nennen wir die Front von B, dieses Baumes. In dem Beispiel, was wir hier eben hatten, ich lese jetzt die Blätter aus, ja, das wäre sozusagen an dieser Stelle die Front von Baum T0, wenn wir den ganzen Baum mit T0 bezeichnen. Ja? Also das, was ich entsprechend der Ordnung dieser Blätter ablese, wenn ich einmal von links nach rechts durch diesen Baum durchgehe, das nenne ich die Front. Ja, ich könnte es auch irgendwie anders nennen, aber ich nenne es halt jetzt Front. So, und dann noch eine dritte Bezeichnung. Ja, ein A-Baum in einem Baum B ist ein Unterbaum von B, dessen Wurzel mit A markiert ist. Ja, also das wäre beispielsweise auch wieder hier in dem, hier haben wir sozusagen nur S-Bäume, weil sie alle mit S markiert sind. Ja, aber das beispielsweise, das wäre so ein Unterbaum von dem gesamten Baum. Ja, das wäre irgendwie ein Baum, der halt mit dem S anfängt, würde man in dem Fall halt S-Baum nennen.